Die schlimmsten Erwartungen nach dem Beben, das Syrien und die Türkei erschüttert hat, haben sich bestätigt. Neuen offiziellen Zahlen zufolge sind mehr als 11.700 Menschen ums Leben gekommen, davon 9.000 in der Türkei und 2.700 in Syrien. Laut UNO könnte es insgesamt mehr als 20.000 Todesopfer geben. Rettungsteams aus der ganzen Welt suchen nach Überlebenden. Die ersten 72 Stunden sind entscheidend, jede Minute zählt. Nurdayi liegt nur 10 Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt. Die Stadt ist völlig zerstört. Serhan ist dort, wo seine Großeltern und Cousins lebten. Alle liegen unter den Trümmern. Wir haben keine Hoffnung mehr. Wir warten nur noch auf ihre Leichen. Seit 3 Tagen lebt Samet auf der Straße. Er glaubt nicht daran, seine Verwandten wiederzusehen. Meine Tante und mein Cousin sind noch irgendwo da draußen. Hätten wir sie letzte Nacht gefunden, dann hätte es eine Chance gegeben. Aber jetzt ist es sehr kalt geworden. Es gibt keine Hoffnung mehr. Ununterbrochen arbeiten sich Bagger und schwere Fahrzeuge durch den Schutt. Zurzeit ist es noch sehr gefährlich, sich in der Stadt zu bewegen. Seit Montagmorgen leben diese Mütter mit ihren Kindern auf der Straße. Alles, was sie haben, sind ein paar Decken und ein Feuer, um sich warm zu halten. Jede dieser Frauen hat erfahren müssen, dass sie jemanden aus ihrer Familie verloren haben. Sie sind unverletzt, sonst ist ihnen nichts geblieben.